ich im Tagelöhn wach. Ich war schwach, mir fehlte Zeit, war ein erschöpfter kleiner Bastard und ich tat mir selbst leid. Sehnsucht nach Angelica, leise im Kopf. Es ist Mariah Reynolds, an meine Tür klopft. Sie sagt: Verzeiht, dass ich so zu euch komme. Doch ich hoffe bei euch auf offene Ohren. Komm mir so schon schäbig vor, mittellos und so verloren. Sie sagt: Trotz allem, was mein Mann mich schwor, lügt er nur, prügelt uns, betrügt mich nur. Und nun ist er weg, kein Wort. Darum schickt mich bitte nicht fort. Also lege ich hier was aus, geleite sie noch nach Haus. Sie sagt: Ich gebe das, was ich so auf die Seite lege. Es war kein weiter Weg, sie sagt. Ich sag bloß, ich muss dann los. Doch sie führt mich hoch, mein Kloß im Hals mit Kloß. Sie macht den Schoß breit, sagt bloß: Oh, alles was ich denke, so Gott, bitte wie sag ich nein dazu. Oh, bitte wie sag ich nein dazu. Denn sie sieht mich so verloren an und ihr Körper sagt nur: Oh Mann. Nein dazu, in mir drin will ich nur heim. Doch im Mund ist auf meinem und ich sag nicht: Nein, nein, sag nein dazu. 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 Ich könnte denen erzählen, ich tat's nie wieder. Es wäre mir lieber, doch ich sah sie wieder. Nach 4 Wochen mit uns beiden las ich in dem Schreiben meines Mr. James Reynolds, was wir treiben. Da stand: Mein Herr, ich hoffe, die Schreiben trifft euch gesund an, dass die Geschäfte sehr gut gehen, ihr glücklich seid. Und dann auf meinen Wunsch, auch mir Glück zu gewähren, mit Wulf und Blitz, mein Herr, es ist mein Ehewerb mit dem da. Shit. Au, mein Herr, sagt, wenn wohl Türchen nippen, ihr brecht dafür die Bitchen, neue Plätze verschleppen. Und hey, wenn ihr es mit hier weiter treibt, gern, solange ihr bezahlt. Wenn nicht, dann soll ihr bleiben. Versteckt den Brief, wenn wie bekloppt zu im Block. Ich schrei sie an, sie wird geschockt und fleht: Nein, Sir. Halb nackt um Gnade flehen, sein Wrack und unter Tränen heult sie: Halt ihn ein, Sir. Ist das die Masche von euch beiden? Ich weiß nichts von einem Schreiben. Steht auf und hört auf zu weinen. Ich konnte nicht bei ihm bleiben. Ich bin am Ende. Ohne euch darf ich nicht leben. Ich bin hilflos, liebt und ich das tut. Gebt ihm noch was er will und ich gehör. Ich will euch nicht. Was immer ihr wollt, ich will euch nicht. Keiner muss das erfahren.